Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Grüß euch. mit Martin. Und Martin. Ah, war wieder eine kurze Woche da, gell? Ja, der Feiertag war schon super. Mal. Jo. Ja, hast du das eh gelesen am Montag von dem Typen, der Geld braucht? Der Bankräuber meinst du? Ja. Ah, Geld her, geh mal, sonst stich ich die wo. Boah, du kannst das. Hey, Oberösterreich, da sind die Niederösterreicher nicht weit weg. Wenn da jetzt kein Foto war, könnte man fast glauben, du weißt das. Ich glaube Ja. Aber ich finde es total geil, die Meldung, weil die sagt endlich einmal, das war garantiert kein Flüchtling. Oder er war super integriert. Ja, aber das so schnell geht das nicht, glaube ich. Aber ich finde es gut. Ja. Natürlich, aber Kinder, Bankraub ist nicht gut. Genau. Keine Lösung. Übrigens, nicht gut. Ja? Die Überschrift von der heute war super. Hast du das gesehen mit den fünf Präsidenten? Diese Präsidenten sind nicht Gaga. Jo. Ah? Und wer ist Gaga und wer war nicht am Bild? Ist das Hm. nicht der aktuelle Kasperl? Ich glaube auch. Also, ich glaube, der Bush, oder Bush sage ich, wenn der Trump die heute lesen wird, wird er gleich einen bösen Tweet ablassen. Das sind die Gaga-Männer. Obwohl, das ist ja so eine umgangssprachliche, ob der das versteht, ist nicht Stimmt. Gaga. Das kommt immer bei uns, glaube ich, ja. Jetzt überlege mal, wie das übersetzt wird ins Englische. Geht wahrscheinlich gar nicht Aber an. das kannst du unten reinschreiben, wenn er eine gute Genau, Idee wie hat. würdet ihr das übersetzen, dieses Nicht-Gaga sein Auf ins Englisch. Englische? Genau. Passt. Übrigens, Englisch. Ja? Da gab es jetzt eine Studie, und du weißt Okay, die. ich hätte jetzt gern ein dickes Like unten für diese für den Übergang. Das Grandios, kriegen wir grandios, manchmal hin, gell? grandios. Ja, war super. Aber ihr habt es vielleicht von der Studie gelesen. Bier verbessert ihr Englisch. Yes, indeed. Aber ich hoffe stark, dass das mit Gin Tonic auch geht, weil ich trinke kein Bier, gell? Aber eins sage ich das schon. Ich meine, ich habe die Studie nicht gelesen, sondern nur die heute. Das muss reichen. Nee. Ob es auch die Aussprache verbessert? Oh, I don't know. I'm Auch das kriegst du hin. Und am Dienstag haben wir in der Heute gehabt. not quite sure. Was ist jetzt? Pidi, ja, Kuder. Was? Hunde bei unserer repräsentativen Umfrage unter allen Schlagzeilen Revue-Zuschauern ergab es, dass Hunde die besseren, süßeren Online-Tiere sind. Erinnere mich nicht. Ich hab's mir enttäuscht. Ich glaube, du hast 518 Likes mehr als Minimum. meine Katzen. Ich glaube, du hast der Drittel nicht zählt. Aus Neid. Na. Hunde sind süß. Jeder Präsident hat Hunde. Ja, aber du hast es gelesen vom Van der Bellen. Denn sein Hund ist in der Hundeverbotszone gewesen. Er ist der Präsident, da muss ein bisschen Unterschied sein zum normalen Nein, nicht Hundebesitzer. der Van der Bellen ist in der Ja, ist schon Hundeverbotszone. klar. Aber es ist der First Dog. Aber Da muss ein Unterschied ich sein. kann mir das schon vorstellen. In einer die. Und in der Der Chick anderen. und die Lass. Ja. Wahrscheinlich wuselt der Van der Bellen eigentlich. Hat er das notwendig? Nein, das ist eine Lifestyle-Entscheidung. Mit der Hundeleine. Mit dem Ist aber Wurzeln. gut. Aber ich meine, eigentlich, das war eh noch gesittet. Hast du das andere gelesen? Auf Französisch? Ja, genau. Im Élysée-Palast. Ja. Der Macron, sein First Dog, hat gleich einmal an den Kamin gepisst, während er also einen ganz Staatsbesuch-Interview irgendwas gehabt hat. Tja, der Hund ist halt, der weiß, was Ja. er tut. Ich hoffe, er hat es nicht als Kommentar zu seiner Politik gesehen. Du, wenn wir schon bei den kleinen Geschäften sind. Ach, nach den Wochen, ich habe mich so gefreut. Ich habe schon Angst gehabt, ja. Aber ich bin so froh, dass ich wieder mal was gehört habe vom schönen Kurz, Grasser, Ja. Entschuldige, vom hübschen Grasser. Von dem habe ich schon echt ewig nichts mehr gehört, weil, ja, tot um ihn. Aber
Ich freue mich so, dass er immer noch durch die Lande gerichtet. Das ist echt schön zu wissen. Der bleibt uns noch länger erhalten. Es war schon einmal. Ja. Naja, und jetzt mit Schwarz-Blau 2, vielleicht kriegen wir Nachschub. Hey, ich bin guter Dinge. Schauen wir 10 Jahre. Also dann werden wir bei der Folge 2613 über den Kurz reden, dann stimmt es, da hast du gar nichts versprochen. Die Vorboten von Allerheiligen, Allerseelen sind ja die Woche auch schon drinnen gewesen. Hast du das von der Bestattung Wien gelesen? Bei uns liegen sie richtig. Ich finde das super. Ein starker Spruch. Ja, das ist so, das ist die Quintessenz des Wiener Humors, finde ich. Und auch dieses, und sie gehen mit der Zeit. DNA im Halskettel, also das ist schon was, ja. Ich denke mir jetzt, ja, wer es mag, oder am Fotoausdruck deiner DNA-Sequenz. Ist schon ziemlich geekig, muss man sagen. Ja, schon. Aber es ist sehr zeitgemäß, sehr techy. Und mit diesen Menüen, ich stehe jetzt nicht im Artikel drin, aber das weiß ich. Damit wollen sie ja auch dir die Möglichkeit geben, zum Beispiel in 20 Jahren, wenn die Medizin so weiter ist, dass du in deinem Erdmaterial forschen kannst, ob es irgendwelche Krankheiten gibt, die vielleicht ausbrechen können. Also wenn du sowas dazu hast, denke ich immer an Jurassic Park. Das hat was damit zu tun. Vielleicht kann man es dann in 200 Jahren verwenden, um die Oma wieder auferstehen zu lassen. Jurassic Park. Wenn man das will. Wenn die Oma Drache war, ja. Apropos. Was jetzt? Drachen und Omas. Ist dieser harte Übergang, ich weiß noch. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts gelesen dazu. Wir haben ja grundsätzlich bei der Konzeption Schlagzeilen wieder gesagt, dass wir uns nicht auf Behindertenthemen spezialisieren. Das haben wir nicht notwendig. Genau. Aber in dem Fall müssen wir es machen. Du meinst ja. Die? Ja, genau. Der Blade Gunner. Eigentlich Blade Runner, aber anyway. Da wie hat er geheißen? Pisterius. Der Pisterius, genau. Der, was war der? Der Oscar Pisterius. Ja. Ist also ein Läufer. Ohne Beine. Der hat seine Freundin erschossen. Und jetzt hat es auf Amazon, ich finde das ja voll geil, ein Kostüm für Halloween gegeben, dass du eben als Blade Gunner verkleiden kannst. Und das Allergeilste ist halt, dass sie wirklich so Socken haben, die dann so ausschauen, wie diese Prothesen, die er da zum Laufen hat. Ja. Ich meine, die haben es wieder runtergenommen, weil die Arme soll ja ein bisschen einen Schub haben, was das betrifft, aber ich finde es genial, weil da wollen sie Leute als Behinderter verkleiden. Als Badass-Behinderter, als Outlaw-Behinderter. Ich meine, die tun es nicht, aber an dem Beispiel könnte man Inklusion erklären. Ja, voll! Aber das machen wir jetzt nicht. Nein. Machen wir nicht aber was Schöneres. Ich will jetzt wieder ein bisschen Urlaub. Ja, immer bei dem Wetter, ich meine, eben. Wolfgang, was denkst du? Bahamas. Ja, Bahamas ist gut. Bahamas. Weil, ich habe da geschaut, da gibt es jetzt ein XXL-Hotel. Für die etwas größeren Menschen unter uns. Mindestgewicht 115 Kilo. Ich habe mir das überlegt für uns zwar, das mit Rolli ist ganz übel aus. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, du hast die Meldung gelesen. Ja. Brauchst du ein XXL-Bett? Ja. Das vertiefen wir jetzt nicht. Donnerstag war ja Feiertag. Nein, Gott sei Dank. Hast du dich auch gut erholt? Super, ich war wegen Militärschauen und so. Super geil. Aber Freitag? Ja, also am Freitag habe ich, du hast es sicherlich gesehen, die Meldung auf Seite. Ja? Was? Hast du gemacht? Ja, da war ein kleines Malheur. Na gut, jetzt wird das. Es war eigentlich relativ einfach. Die stinkt. Bist du sicher, dass die mich immer klärt? Ich hab's ausgeblasen. Okay. Es war folgendes. Du weißt ja, ich bin ja da mit der
U-Bahn hergefahren und da ist er da stehen und der hat mir die Zeitung mitgenommen und dann zum Zebrastreifen und war rot. Okay. Neben mir einer, der raucht. Und der ist meiner Zeitung ein bisschen zu knapp gekommen. Ich meine, ich kann ja schon gestehen, ein bisschen sehr knapp. Du willst sagen, du hast so viel Einsatz gezeigt, dass du die Hälfte einer brennenden Zeitung noch gerettet hast hierher. Na, zuerst habe ich ausblosen. Jui. Und dann haben sie mich gekümmert. Also bitte, ich erwarte mir jetzt einen riesigen Applaus für diesen Einsatz. Ja. Ich will Likes für Martin und seinen Einsatz. Weil das ist immer das Ding für den Einsatz. Das stimmt. Und er hat sein Leben eingesetzt dafür, ja. Martin, bist du Bursch. Danke. Ich zweifle nie wieder an deinem Einsatz. Danke. Ich hätte es vorhin noch mal gerannt. Es war rot. Was gibt's da mehr dazu zu sagen, Burschen? Danke fürs Reinschauen. Habt eine feine Woche. Und lasst uns ein Like da, bitte. Ja, bis nächste Woche. Ciao.